herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Ausgabe von Pepit Cuisine Kochen mit Marbacher. Heute gibt's die hohe Kunst. Die hohe Kunst der Perversion. Ich muss gestehen, es ist ein bisschen eine Schwindelei dabei, wenn ich das jetzt Pepit Cuisine Kochen mit mir nenne. Denn im Prinzip ist es nicht wirklich kochen. Ich mache Nudeln. Diese Nudeln hier. Instant. Es ist ein hochkomplexer Kochvorgang. Und zwar, erstens, Deckel entfernen. Gemüse, Kräutermix und Würzung hinzugeben. Zweitens, kochendes Wasser bis zur Fülllinie aufgießen. Drittens, 4 Minuten ziehen lassen. Dabei gelegentlich umrühren. Fertig. Okay, um klarzustellen, ich weiß, diese Folge senkt das Niveau der Pepit Cuisine Reihe ungemein. Es ist eine Reminiszenz an meine Zeit als Student. Da gab es ab und zu Fertigbackerl. Und ich wollte jetzt eigentlich, aus welchem Grund auch immer, hat mich die Lust überfallen, dieses für mich doch perverse, oder diese perverse Form von Essen wieder mal auszuprobieren. Ich habe keine großen Erwartungen. Schauen wir mal. Es sind 4 Minuten vorbei. Kostbar so mal. Die Nudeln sind al dente. Das Gemüse ist bissfest. Aber hinten raus ist das Ganze doch sehr würzig. Shit. Ja, ist immerhin auch Curry, gell? Eben. Curry. Steht ja auch drauf. Und ich weiß, dass ich bisher ziemlich pervers esse mit Löffel. Das muss man mit Stäbchen essen. Aber wenn ich mit Stäbchen esse, bin ich echt behindert. Scheiße. Das ist voll heiß. Und die ist ein Curry. Das ist echt dumm. Das war's, meine Lieben. Ich werde diese hochkomplexe, zubereitete Mahlzeit jetzt schauen, dass ich es vernichte. In mir. Von euch erwarte ich mir, dass es so richtig kocht. Gute Sachen. Und ja, nur fürs Protokoll. Ich werde nicht bezahlt, um das zu machen. Und ich würde es auch nicht empfehlen, das Essen. Aber so wie die Sünde einmal im Monat, wenn es denn sein muss, kann man sich den Spaß erlauben, glaube ich. Ciao.